Sie feiern ganz sicherlich Weihnachten, Sie feiern bestimmt Ostern, aber haben Sie schon mal feierlich den Tag der Suppe begangen oder den Internationalen Tag der Muttersprache? Frank Fischer ist heute bei Auserlesen mein Gast und er hat ein Buch über Gedenktage geschrieben, Knuddelt das Pi heißt es. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Bevor wir uns dem Buch zuwenden, kurz mal zu Ihnen persönlich, Sie sind ja Pressesprecher für den Eigenbetrieb in Wiesbaden, sage ich das richtig? Eigenbetrieb ja, klingt so komisch. Eigenbetrieb rein Eigenbetrieb. Stadt. Für die Entsorgungsbetriebe der Landeshauptstadt Wiesbaden. Das heißt also, Sie müssen sich darum kümmern, ums Recycling oder was gehört alles dazu? Das ist eine Zusammenlegung von unterschiedlichen Ämtern mal gewesen vor ungefähr 12 Jahren. Und da gehört die Straßenreinigung zu, die Müllabfuhr, aber auch die Klärwerke, die Deponie. Und das ist spannender, als man denkt. Ja, kann ich mir vorstellen. Vielleicht die Gelegenheit, mal endlich die Frage zu stellen, die ich mir schon ganz oft gestellt habe. Ist das wirklich, also funktioniert das wirklich mit der Mülltrennung oder wird das am Ende wieder zusammengemischt? Nein, das funktioniert. Es funktioniert und es wird immer ausgefeilter. Es wird in der Zukunft wahrscheinlich sogar dahin gehen, dass man nicht mehr die einzelnen Bürger das trennen lässt, weil die Fehlwürfe oder die Quote, dass Falsches in die falsche Tonne gemacht wird, immer noch sehr hoch ist. Und eben deshalb denke ich immer, das müssen die eh wieder zusammenmischen, weil wir zu schlecht trennen sozusagen. Nein, also bis zu einem bestimmten Grad. Und es wird im Prinzip alles, man kann es sich gar nicht mehr leisten, es wird alles verwertet. Hm. Also entweder wird es verwertet, weil man es wirklich wieder recycelt, oder es wird verwertet, indem man es verbrennt und in Energie umsetzt. Aber was macht man jetzt aus den Plastikpackungen? Kann man doch nichts draus machen, oder? Natürlich, man kann da Bänke draus machen, man kann auch teilweise Sachen im Straßenbau verwenden. Also es gibt eine ganze Menge Möglichkeiten. Aber das sind eigentlich nicht die Fragen, die so das Spannendste sind. Am spannendsten ist, dass viele Leute, dann nutze ich mal die Gelegenheit, 1, 2, 3 Handys zu Hause liegen haben mit ganz wertvollen Metallen. Und diese Metalle werden uns irgendwann mal ausgehen, wenn wir nicht dahin kommen, dass wir zum Beispiel Handys recyceln. Und die dürfen eigentlich auf keinen Fall in die Restmülltonne kommen, weil dann werden die verbrannt und dann sind die Metalle weg. Aha, und obwohl das so klein ist, das Handy, und da nur so ein paar kleine Gramm drin sind? Man nennt das Gewürzmetalle. Also es klingt schon danach. Ja. Aber das sind so ganz seltene Metalle, die auch nicht mehr in großer Kapazität irgendwie vorhanden sind. Und man rechnet damit, dass sie uns so in 15 Jahren irgendwie ausgehen. So schnell schon? Ja. Ups, das wusste ich gar nicht. Okay, also man gibt sein Handy praktisch beim Recyclinghof ab, oder? Ja, deswegen gibt es da auch mittlerweile große Kampagnen, dass man eben Handys abgibt. Und es ist wirklich so, dass man davon ausgeht, dass 1 bis 2 Handys pro Person irgendwo zu Hause rumliegen. Ich habe ehrlich keins rumzulegen gerade. Aber ich werde es mir merken, also in 5 bis 10 Jahren, das ist ja schon relativ bald, wenn es da alle geht. Ein bisschen mehr noch, also 5 Jahre nicht, also so der Zeitraum. Ein bisschen größer, so 10, 15 Jahre. Nun haben Sie gemeinsam mit Ingrid Boller dieses Buch geschrieben, Knuddelt das Pi. Wer hatte denn die Idee, ein Buch über Gedenktage zu schreiben? Die hatte ich irgendwann mal, das liegt schon eine Weile zurück. Und es liegt mit diesem Tag der Suppe zusammen. Ich habe irgendwie gedacht, das ist doch verrückt, dass selbst die Suppe so einen komischen Gedenktag hat. Also ich meine, dass es einen Gedenktag gibt für die Umwelt oder dass es da habe ich beruflich ab und zu auch mit zu tun, einen Weltwassertag gibt, das leuchtet mir ja ein. Aber und dann sind wir irgendwie dahin gekommen, haben geguckt, was gibt es noch so für verrückte Sachen. Und einer der Lieblingstage, die ich habe, ist der Tag der verlorenen Socke, weil das finde ich irgendwie völlig kurios, dass selbst das einen Gedenktag hat, beziehungsweise Gedenktag stimmt ja nicht in allen Fällen, sondern einfach einen Tag, den wo das Thema sein soll. Wozu brauchen wir denn diese Gedenktage? Also Weltwassertag, wenn man mal ernsthaftere jetzt nimmt, oder den Tag des Kranken. Was ist der Sinn von solchen Gedenktagen? Dass das Thema ins Bewusstsein der Menschen kommt. Ich denke zum Beispiel beim Wassertag ist es so, dass ganz viele Leute immer noch denken, es macht in Deutschland Sinn, Wasser zu sparen. Man weiß aber nicht, warum. Man hat früher gesagt, man spart Wasser, weil dann kostet das weniger. Das ist aber nicht mehr das Argument, weil wenn alle Leute Wasser sparen, fließt durch die Kanäle weniger Wasser und dann müssen die öfter gereinigt werden. Das bedeutet, es entstehen höhere Kosten und dann bezahlt man es über die Gebühren trotzdem wieder. Also das ist nicht der Sinn, sondern das, was man eigentlich will, ist ein Bewusstsein dafür zu schaffen, wie gehe ich mit Ressourcen um,
zum Beispiel mit Wasser oder mit der Umwelt. Oder eben auch darauf hinzuweisen, dass es eben in anderen Ländern ganz anders ist. Und dass Wasser wirklich ja, knapp und Wasser ist halt wirklich nicht sowas wie jetzt, weiß ich nicht, was Lebensmittel, was man mal einfach irgendwo so hintransportieren kann. Also das funktioniert. Ein anderer der ernsthaften Gedenktage ist der Weltfriedenstag. Wir haben ja jetzt 65 Jahre lang schon Frieden in Deutschland und sind da happy drüber. Aber wenn ich mir so überlege, dass es Jahrtausende Menschheitsgeschichte gibt und wir feiern, dass wir 65 Jahre Frieden haben, das ist ja so ein winziges Stückchen in der langen Zeitdauer. Ist das nicht eine traurige Sache irgendwie, 65 Jahre nur? Aber es sind ja wenigstens schon mal 65 Jahre. Und wenn man sich das anguckt, wie das in anderen Ländern ist, oder wenn man sich anguckt, wie viele Kriege es auf der Welt gibt, geht es ja nicht darum, diesen Tag zu feiern, sondern eigentlich soll dieser Tag dazu anregen, was kann ich persönlich dazu tun, dass diese Welt ein bisschen friedlicher ist und ein bisschen mehr Frieden in dieser Welt ist. Und ich denke, als Christ kann man da durchaus auch sagen, Glaube ist auch etwas, was eben nicht, wie es oft dargestellt wird, spaltet, sondern was sehr viel versöhnt, was sehr viel auch zum Frieden beitragen kann. Das ist für mich schon ein ganz wichtiger Punkt. Dass dieses Versöhnende würde dann heißen in der Familie oder im Freundeskreis oder generell auf der Arbeit, dass man sagt, ich bin Christ und ich will jetzt, dass die Leute netter miteinander umgehen, oder? Also ich denke, es kann ganz klein anfangen, sicher auch in der Familie, aber es liegt ja oft daran, wie ich mit den Menschen umgehe, mit denen ich täglich umzugehen habe. Also es gibt ja manchmal so diesen Ansatz in manchen christlichen Gedankengebäuden nach dem Motto, die Menschen, die ich am wenigsten mag, mit denen soll ich am meisten umgehen, damit ich auch irgendwie denen besonders meine Liebe zeigen kann. Das finde ich ist auch gerade unter diesem Aspekt Frieden ein falscher Ansatz, sondern dass ich vorher die Entscheidung treffe, dass ich jedem Menschen, dem ich begegne, egal wo und wie, mit Wertschätzung und Achtung begegne. Und ich glaube, dass das zum Beispiel schon mal auch ein kleiner Baustein ist, wie Frieden entstehen kann. Auf jeden Fall bin ich von überzeugt, ja. Und für mich ist halt eben auch der Punkt dann zu sagen, dann brauche ich auch nicht diese Vorentscheidung, dann muss ich mich nicht vorher informieren. Und vor allen Dingen, also ich arbeite in einem Betrieb mit über 700 Mitarbeitern, also ich kann nicht morgens überlegen, mit wem ich jetzt besonders viel Zeit verbringen will, weil ich den besonders wenig mag, sondern vorher eben zu sagen, egal wer mir begegnet an diesem Tag, dem will ich ein Stück Wertschätzung entgegenbringen. Finde ich einen guten Grundsatz. Es gibt ja auch den Weltbreitag. Wonach ist der benannt? Das ist der Tag nach der Blindenschrift, beziehungsweise er soll die Menschen oder das Augenmerk auf die Menschen richten, die halt eben blind sind oder die sehbehindert sind, und eben auch ein bisschen darauf hinweisen, dass diese Erfindung der Blindenschrift, dass die ja eben auch sehr viel dazu beiträgt, dass Menschen eben ein Stück weit wieder auch mehr integriert sind, mehr wahrnehmen können. Man ist ja ziemlich traurig als Blinder, wenn man keine Sommerwiese sehen kann, kein Herbstlaub, keinen frisch gefallenen Schnee. Ziemlich furchtbar. Trotzdem schreiben Sie oder Ihre Co-Autoren, weiß ich jetzt nicht, von wem genau dieser Abschnitt war, blind ist auch der vielbeschäftigte Vater, der nicht sieht, wie sehr sein Sohn ihn braucht. Blind bin ich, wenn ich mich nur um mich selber drehe und dabei meine unglückliche Freundin übersehe. Wie kann es denn passieren, dass wir, die wir sehen können, trotzdem auch manchmal so blind sind? Naja, weil wir uns mit anderen Sachen beschäftigen, weil wir einfach falsche Akzente setzen, weil ich glaube, dass vieles in unserer Welt schon davon geprägt ist, dass man sich mit sich selber beschäftigt, dass man in erster Linie einmal guckt, geht es mir gut? Ich habe letztlich mal den Satz gehört, dass von einer Psychologin, dass 95% aller Menschen erwarten, dass sie geliebt werden, aber nur 5% irgendwie wirklich auch bereit sind, bedingungslos zu lieben. Also so, das ist ja ein böser Satz. Ich hoffe, der stimmt nicht. Ich glaube auch nicht, dass er stimmt. Aber diese Grundtendenz dahinter ist schon, dass man, und ich glaube, dass es ganz oft so ist, dass wir eben an der Reihe Überflutung halt sind, und ich glaube, dass nicht nur nicht sehen, sondern auch zu viel sehen einfach blind machen kann. Ja, denke ich auch. Und es ist so viel los um uns rum, wir haben Schwierigkeiten, uns zu konzentrieren oder überhaupt kleine Dinge zu sehen, die nicht laut schreien sozusagen. Ne? Das finde ich ganz verrückt. Es gibt ja auch einen Tag der Stille, und ich habe mich, als ich das geschrieben habe, darüber amüsiert, dass die wirklich vorschlagen,
dass man den Tag der Stille damit feiert, dass man ein paar Sekunden still ist. Ein paar Sekunden, nicht ein paar Minuten oder sich mal zurückzieht, sondern dass man ihn, diesen Gedenktag feiert, indem man ein paar Sekunden still ist. Ich habe es gelesen, Sie schreiben hier 15 Sekunden, ne? 15 Sekunden Stille. Das ist doch verrückt, oder? Wie laut müssen wir geworden sein, dass wir uns das erkämpfen müssen, 15 Sekunden Stille. Ne? Ein Tag, der unbedingt in unserem Gespräch hier fallen muss und natürlich auch in Knuddelt das Pi vorkommt, der Valentinstag. Da geht ja eigentlich, ich weiß nicht, ob ich es Legende nennen soll oder Wissen oder keine Ahnung, die meisten Leute glauben zumindest, dass die Floristen diesen Tag forcieren oder vielleicht sogar erfunden haben. Ist das nicht manchmal mit solchen Gedenktagen auch eine Geschäftemacherei? Also Valentinstag, man muss dem, den man liebt oder die, die man liebt, beschenken und muss denen eine Blume geben und muss irgendwie eine Karte schreiben. Also muss ich eine Karte kaufen, muss eine Blume kaufen. Ich meine, das ist eine schöne Sache, kann man auch öfter im Jahr machen. Aber so einen Zwangstag, da denkt man eher doch an Geschäfte machen, oder? Ja, sicher. Und die Frage ist ja immer, lasse ich mich selber auch in diesen Tag einbinden oder habe ich die Freiheit zu sagen, er hilft mir daran zu denken, dass ich einfach mehr Blumen oder mehr an jemanden denken soll. Aber das muss ich ja nicht an diesem Tag machen. Tja, aber wenn die andere Seite es erwartet, weil überall geworben wird, Valentinstag, Valentinstag. Gut, da muss man vielleicht mit der anderen sein. Wie entsteht denn so ein Gedenktag? Also beim Valentinstag, gut, ist jetzt wahrscheinlich eine Mischung aus die Floristen und gab es schon und wie auch immer. Ja. Aber so also die anderen Gedenktage. Ganz viele dieser Gedenktage sind natürlich so entstanden, dass irgendwann mal die UN beschlossen hat, das Thema soll mehr ins Bewusstsein der Menschen, also gerade bei Krankheiten, bei Umwelt, bei Muttersprache, bei Rassismus, bei solchen Themen ist es oft die UN, die dahinter steht und die dann irgendwann beschlossen hat, dass sie einen Gedenktag einführen wollen, weltweit. Es gibt aber auch Gedenktage, wo eben einzelne Staaten, ich glaube, bei der Muttersprache ist es ein Staat halt, in dem unterschiedliche Sprachen gesprochen werden, irgendein asiatischer Staat. Bangladesch. Ich habe es mir hier aufgeschrieben, weil ich das fragen wollte. Bangladesch hat den 1999 hat ihn beantragt, 1999 wurde dann eingeführt. Genau, und das kommt auch vor. Und bei so anderen Tagen wie der Tag der Suppe, das ist ein reiner Marketingtag. Also den hat irgendwann die Suppenindustrie erfunden und hat gesagt, okay, da bringen wir jedes Jahr ein paar Rezepte auf den Markt und gucken, dass unser Absatz gesteigert wird. Schlau. Also das ist, die sind auch, glaube ich, nicht. Wir haben jetzt gleich nebenbei noch dafür Werbung gemacht. Unmöglich. Ein anderer witziger Tag ist der Pi-Tag. Oder der Tag von Pi oder wie auch immer man den nennen soll. So ist ja auch deswegen der Titel wahrscheinlich zustande gekommen, Knuddelt das Pi. Es gibt auch einen Knuddeltag genau, oder sowas. Genau, es gibt einen Weltknuddeltag und es gibt sogar zwei Tage. Also es gibt einmal einen Tag des Pi, der wird gefeiert anlässlich des 14. März. Und das ist eben nach amerikanischer Schreibweise. Ich weiß nicht, ob Sie das jetzt zeigen wollen. Ja, da haben wir ein Bild, genau. Also der 14. März, amerikanische Schreibweise also, ist dann 3.14 sozusagen. Genau, also erst der Monat, dann die Tageszahl. Und dann kann das so weitergehen bis hin zu den Sekunden. Und das sind so die ersten Zahlen der Zahl Pi. Und so richtige Fanatiker, ich weiß nicht, wie viele es davon gibt, die feiern das dann auch und feiern das halt, weil Pi die Kreiszahl ist mit einer Torte. Deswegen ist auch auf dem Buch vorne eine Torte drauf. Ach so, aha. Also eine Torte, weil die kreisrund ist und dann... Genau, und weil man ja mit Pi eben die Torte oder den Kreis berechnen kann. Die Leute finden doch immer irgendeinen Anlass, um zu feiern, oder? Genau. Man kann mit der Zahl Pi auch Computersoftware testen, schreiben Sie hier im Buch. Wie geht das denn? Das fragen Sie mich nicht. Ich weiß, ich habe das gelesen und ich fand es spannend. Es scheint wohl irgendwie zu sein, dass wenn man die einsetzt, dass dann irgendwann Rechenfehler auftauchen und dass das eben dann markiert, dass diese Software Probleme hat. Weil das so eine lange und feststehende Zahl ist sozusagen. Ich bin jemand, der sich mit Sprache beschäftigt und nicht mit Computern. Okay, also weg von den Pi-Kuchen und vom Tag der Suppe mal wieder noch ein ernsthafter Tag, den Sie auch hier im Buch beschreiben, der Weltgesundheitstag, 7. April. Da schreiben Sie dazu, eine ernste Erkrankung, vielleicht sogar lebensbedrohlich, verändert die Perspektive auf unser Leben. Die Beförderung im Job ist zweitrangig, die Frage, wohin der nächste Urlaub gehen soll, ist völlig unwesentlich. Woran liegt das, dass wir plötzlich dann so eine Bewusstseinsverschiebung haben, wenn wir krank sind? Ich glaube, weil uns Krankheit auf uns zurückwirft, auf uns selbst zurückwirft und wir dann gezwungenermaßen oft irgendwie eine Auszeit haben und man sich dann einfach
Fragen stellt, die tiefer liegen. Also man kann ja sagen, es gibt eine ganze Menge wichtige Fragen, mit denen ich mich immer beschäftige. Also was kaufe ich als nächstes ein? Wo kriege ich vielleicht einen interessanteren Job? Welchen Kinofilm will ich noch sehen und sonst was? Und dann gibt es sicher wesentliche Fragen. Und dass ich dann auf diese wesentlichen Fragen zurückgeworfen bin, was macht eigentlich mein Leben wertvoll? Wo komme ich her? Wo gehe ich eigentlich hin? Bis zu der Frage, war es das jetzt? Also, und was kommt nach dem Tod? Und ich glaube, das hängt alles mit Krankheit zusammen, wenn es eine ernsthafte Krankheit ist. Also wenn man an Krebs erkrankt oder... Und dann hängen ja dann auch oft die Fragen damit zusammen, mit welchen Menschen lebe ich vielleicht auch in einem ernsthaften Konflikt? Lässt sich das noch beseitigen? Wie wichtig sind mir plötzlich diese Menschen? Und ich glaube, diese Fragen kommen dann auf, wenn man einfach Zeit hat und wenn man vielleicht auch rausgerissen ist aus diesem täglichen, was muss ich alles noch erledigen. Mhm. Dann werden ganz andere Sachen wichtig im Leben. Also Menschen, überzeugt. Haben Sie gerade schon gesagt, oder Freunde oder Konflikte zu lösen mit Menschen. Da geht es ja um Beziehungen, um Menschen sozusagen. Ja, also ich denke auch, im Endeffekt geht es auch um die Frage der Beziehung zu Gott. Also die denke ich schon, dass die irgendwie auftaucht. Also was ist da eigentlich meine Perspektive? Für wen lebe ich eigentlich? Was macht mein Leben wertvoll? Und wer gibt mir eigentlich Wertschätzung? Also ich habe lange Zeit Teenagerarbeit gemacht, ganz oft diese Frage gehabt, die mir Teenager gestellt haben, ja, wer gibt mir eigentlich letztendlich Wertschätzung, wenn ich die nicht von meinen Eltern bekomme, wenn ich die nicht von meinen Freunden bekomme, wer sagt mir, dass ich wertvoll bin? Und ich fand es ganz interessant, dann eben auch immer so eine Geschichte erzählen zu können, dass eben der Wert von jemandem nicht davon abhängig ist, wie man sich fühlt, sondern wie andere Leute das wahrnehmen und wo sie den Wert zusprechen. Und ein Kunstwerk ist nicht deswegen wertvoll, weil da ein bisschen Farbe zusammengemischt ist, sondern weil andere Menschen es wahrnehmen und weil sie es wertschätzen und weil sie sagen, ja, dieses Bild... Da will ich viel Geld für bezahlen. Ja, aber das ist doch eigentlich auch eine traurige Sicht. Dann bin ich ja davon abhängig, ob mich jetzt andere Leute toll finden oder gerade wertvoll finden. Und wenn ich dann, sagen wir mal, ich bin dann krank oder so und kann nicht mehr arbeiten und dann bin ich für die nicht mehr wertvoll oder so. Ja, deswegen denke ich ja, dass es das Beste ist, was man sein kann, Christ, weil dann brauche ich mir diese Fragen nicht zu stellen, weil dann weiß ich, es gibt einen Menschen oder ein Wesen, ja, eben Gott, der diese Frage beantwortet hat, der sagt, bedingungslos bist du geliebt und du bist wertgeschätzt und ich habe... Und warum liebt mich Gott so? Ich glaube, weil er gar nicht anders kann. Also wie Papa oder Mama, die auch ihr Kind lieben, egal was es macht. Im Normalfall, ja. Also ich glaube, dass Gott einfach einen riesigen Spaß daran hat, dass wir alle so unterschiedlich sind und dass er sich darüber freut. Und ich glaube, es liegt in seinem Wesen, dass er uns lieb hat. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Passend zu dem Thema, es gibt einen internationalen Tag der älteren Menschen. Und es ist ja nun so, dass wir ältere Menschen meistens dadurch wahrnehmen, was sie nicht können, nicht mehr können. Also der kann nicht mehr richtig laufen, braucht so ein Wägelchen oder kann nicht mehr so lange stehen, muss einen Sitzplatz kriegen im öffentlichen Verkehrsmittel oder merkt sich nichts mehr, vergisst alles. Also man sieht immer die Fähigkeiten, die verloren gehen. Nun schreiben Sie hier in Knuddelt das Pi, dass das vielleicht nicht so der klügste Weg ist, um alte Menschen zu sehen. Also dass man vielleicht einen anderen Blickwinkel braucht. Wie meinen Sie das? Naja, also ich denke, wenn man einen 20-Jährigen und einen 70-Jährigen an ein, nicht jetzt Computerproblem, sondern an vielleicht einen Konflikt, ein menschliches Konfliktproblem dran lässt, ist einfach der 70-Jährige viel besser geeignet, in Anführungsstrichen, weil er viel mehr Erfahrung hat, weil er Menschen einschätzen kann, weil er vielleicht auch mal gelernt hat, mit Niederlagen umzugehen. Also ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft unterschätzen, was es bedeutet, dass Menschen Lebensweisheit und Lebenserfahrung gesammelt haben. Vielleicht im Gegensatz zu japanischen Menschen. Also es gibt ja andere Kulturen, wo Alter und Weisheit höher geschätzt wird als bei uns. Oder? Aber ich denke, dass das auch irgendwann kippen wird bei uns. Also es gibt ja überall im Moment die Diskussion um den demografischen Wandel. Und ich glaube, dass das auch bei uns kippt und dass in vielen Köpfen noch eine Wahrnehmung von alten Menschen ist, die schon lange nicht mehr stirbt. Also wenn ich mir meine Eltern angucke, mein Vater ist 70, meine Mutter ist 69,
das hätte man vor 10 Jahren hätte, oder 20 Jahren hätte man nicht gedacht, dass sie schon so alt sind, weil sie eben auf Reisen sind, weil sie mitten im Leben stehen, weil sie einfach sich auch anders kleiden, als sich früher ältere Leute gekleidet haben. Mein Vater hat jetzt auf einer Reise gesagt, er ist nicht alt, er ist nur älter. Gut. Ja, ich denke, dass da ein anderes Denken uns auch gut tun würde in Deutschland oder in unserer Gesellschaft einfach. Das betrifft ja dann nicht nur alte Menschen, auch wenn man zum Beispiel Behinderte nimmt oder eben Schwerkranke oder so. Wir haben zu sehr dieses Bild, man ist das wert, was man leistet. Ja. Und wenn jemand nichts leisten kann, vielleicht weil er jetzt dann wirklich zu alt ist, ich weiß nicht, wie es bei ihren Eltern ist, die können vielleicht auch ehrenamtlich noch was tun, aber es gibt ja dann auch ein Alter, wo man wirklich einfach nichts mehr beisteuert an Leistung sozusagen oder eben als Behinderter oder als kranker Mensch. Und es ist schade, wenn man dann sagt, oder das Gefühl hat, naja, der ist nicht wichtig für uns als Gesellschaft. Nee, ich glaube einfach, dass das wichtig ist, zu sehen, dass jede Begegnung mit einem Menschen einen bereichern kann. Ja. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass wir wieder mehr dahin kommen, dass wir zuhören lernen, dass wir auf Menschen zugehen, die eben entweder eine Behinderung haben oder die älter sind oder eben die auch aus einem anderen Land kommen, dass man einfach sagt, ich brauche die Bereitschaft, mich einfach mal einzulassen. Und das Verrückte ist, dass wir das ja in vielen anderen Bereichen machen. Also jeder lässt sich bei irgendwelchen Filmen, bei irgendwelchen Computerspielen, bei irgendwelchen Büchern darauf ein, irgendwie in andere Welten abzutauchen. Aber dass man das einfach auch so in seinem ganz normalen Leben macht, einfach den anderen Menschen als Bereicherung zu sehen. Man muss ja nicht mit jedem Menschen gleich befreundet sein, aber man kann ja einfach mit Neugier einfach rangehen. Ja. Nun haben wir eine Menge Gedenktage gesagt oder besprochen, die ich noch gar nicht kannte. Also beim Lesen habe ich dauernd gedacht, aha, das gibt's auch, das gibt's auch. Einen, den ich schon kenne und kannte, ist Nikolaus. Kennt wahrscheinlich jeder. Schreiben Sie hier aber vom Hintergrund dieses Nikolaustages, dass der eigentlich einen christlichen Hintergrund hatte oder hat. Was ist das für eine Herkunft? Wo kommt dieser Nikolaustag her? Naja, wer ist denn Nikolaus? Nikolaus ist ein Bischof und deswegen wird er ja eigentlich auch, oder wurde er früher mit Bischofsmütze dargestellt. Und der eigentlich ja Kinder beschenkt hat, daraus kommt eben auch dieser Tag, der dann aber sozusagen auch von Coca-Cola und dem Weihnachtsmann irgendwie übernommen wurde. Man könnte von einer feindlichen Übernahme des Gedenktages sprechen. Ich denke, das passiert ganz oft. Also das passiert gerade den christlichen Feiertagen ganz oft. Also das gerade Weihnachten, Nikolaus, dass da einfach die Ursprünge verloren gehen, weil es eben auch sehr weit in die Geschichte zurückgeht. Also diese ganzen anderen Gedenktage, über die wir geredet haben, die sind in den letzten 20 Jahren irgendwie entstanden. Ja klar, und Weihnachten, Ostern, das ist 2000 Jahre alt. Genau, und da wissen viele Leute einfach nicht mehr, warum feiern wir das eigentlich. Und das erklären Sie hier auch. Sie sagen in Ihrem Buch, Nikolaus, der Nikolaustag erinnert daran, dass Gott uns beschenkt, ohne Vorleistung zu erwarten. Jetzt habe ich da so ein bisschen gezögert, habe gedacht, aber oft wird ja auch von Christen vertreten, man muss bestimmte Sachen tun oder nicht tun, um Gott zu gefallen, sozusagen. Das klingt mir dann wieder anders, als zu sagen, Gott verlangt keine Vorleistung und liebt uns ohne Vorleistung. Naja, da bin ich halt eben von Herrn Luther geprägt, als jemand, der schon gesagt hat, also dass erst einmal ohne Vorbedingung man von Gott geliebt ist und dass eigentlich das, was ich tue für Gott oder das, was ich überhaupt in meinem Leben tue, etwas ist, was ich aus Dankbarkeit tue, was ich tue, weil Gott mich liebt und nicht um mir diese Liebe zu verdienen. Ich denke, das ist ein Ansatz, der in der Bibel auch nicht vorkommt. Also wenn, dann ist es einfach, dass das Verhalten davon geprägt sein soll, wie meine Beziehung zu Gott ist, eben von bedingungsloser Liebe von Gottes Seite aus geprägt und dass ich daraus einfach eben auch bestimmte Wertschätzung oder bestimmte Art, wie ich mit Menschen umgehe, ableiten kann, aber nicht, dass wie ich mich in dieser Welt verhalte, dazu beiträgt, dass ich mir irgendwann Gottes Liebe verdiene. Wobei ich es von mir selber auch kenne, man rutscht da leicht rein, weil man im Leben sich eben alles verdienen muss. Man kriegt ja eigentlich, wenn einem auf der Straße einer was schenken will, gibt es ja öfter so eine Schokolade oder einen Apfel oder was, denkt man gleich, ha, und hinter der Ecke kommt er mit dem Abo oder mit irgendwas. Also man ist misstrauisch bei Geschenken und denkt immer, man kriegt nichts geschenkt, man muss sich alles verdienen. Und das übertrage ich dann manchmal auch auf Gott in meiner Gefühlswelt einfach und denke,
Gott, jetzt muss ich mir mit nettem Verhalten Gottes Wohlwollen verdienen, damit er mir dann da und da hilft oder so. Aber es ist natürlich, ich gebe da Luther recht und ich gebe auch Ihnen recht, dass es eigentlich nicht der richtige Gedankenweg ist. Vielleicht noch mal eine persönliche Frage zum Schluss. Sie mögen Kinderbücher. Ja. Warum? Warum? Weil Kinderbücher oft schwierige Themen auch auf eine Sprache und auf eine Art und Weise erzählen, die gut verständlich ist. Ich weiß. Kaufen Sie sich da manchmal auch? Also gehen Sie in den Buchladen und dann gucken bei den Kinderbüchern und kaufen sich einfach ein Kinderbuch? Ich kaufe mir Kinderbücher, ich kaufe mir Kinderbücher als Hörbücher. Das, was mich als letztes unheimlich beeindruckt hat, war Rico Oskar und die Tieferschatten. Das ist ein sehr schönes Buch. Da geht es um ein tiefbegabtes und ein hochbegabtes Kind. Alleine schon der Ausdruck tiefbegabt ist total klasse. Und darin gibt es für mich die wunderbarste Art, zum Beispiel, wie Depression beschrieben wird. Also der Autor hat eine ganz tolle Art, eben auch Sachen aus dieser Perspektive des Tieferbegabten zu beschreiben. Und er schreibt zum Beispiel, Depression ist, wenn alle deine Gefühle im Rollstuhl sitzen und du auch gerade niemanden hast, der dich schieben kann und macht sehr müde. Aha. Also gut, so dieses gut. Bild mit Gefühle im Rollstuhl und es ist eigentlich niemand da und du sitzt da und das ist, glaube ich, und das mag und, ich und also. Vielleicht haben wir Deutschen, wenn wir ein Kinderbuch uns vornehmen als Projekt, dann nicht so sehr das Gefühl, wir müssen schlau wirken und man drückt es deswegen verständlicher aus oder mit so einem Bild. Das würde sich vielleicht ein Sachbuchautor nicht trauen, wenn er über Depressionen schreibt oder so. Nee, wahrscheinlich nicht. Das Verrückte ist ja, ich denke, dass viele Leute das gar nicht zugeben. Aber ich glaube, dass viele Leute bestimmte Dinge begriffen haben, weil sie die Sendung mit der Maus gesehen haben. Oder weil sie... Ja, ich gebe es zu. Ja, also es ist doch oft so, dass man einfach Dinge auch mal auf einer ganz einfachen Ebene erklärt haben möchte. Ja, und wer so politisch bei manchen Sachen nicht durchblickt, der sollte sich die Kindernachrichten angucken. Also wo man einfach merkt, es gibt Leute, die haben einfach die Fähigkeit, Dinge so auf den Punkt zu kriegen, dass jeder sie versteht und sie trotzdem nicht platt sind. Und ich glaube, das ist halt bei guten Kinderbüchern auch so. Und auch bei guten Erwachsenenbüchern. Knuddelt das Pi hat mir echt Spaß gemacht zu lesen. Wir haben jetzt eine Menge witzige Gedenktage beiseite gelassen, den Tag der verlorenen Socke oder den Tag der Suppe. Das müssten Sie selber nachlesen. Also ich hoffe, Sie sind neugierig geworden und wollen vielleicht auch mal nachgucken, was heute für ein Gedenktag ist. Ja, also wenn Sie das interessiert, Knuddelt das Pi, spannendes Buch. Nehmen Sie herzliche Grüße mit an Ihre Co-Autorin Ingrid Boller. Dankeschön, dass Sie da waren und dankeschön, dass Sie zugeguckt haben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.